Telefoniert hat Annegret Kramp-Karrenbauer schon mit der neuen SPD-Spitze. Treffen will man sich noch vor Weihnachten. Eine Haltung aber hat die Union bereits verabredet. Man ist geschlossen gegen jede Nachverhandlung. Es geht jetzt nicht darum, entgegenzukommen. Also ich meine, die Tatsache ist, die SPD hat zwei neue Parteivorsitzende, hatten wir letztes Jahr auch. Da haben wir auch nicht angefangen. Also es muss jetzt irgendwo ein Begrüßungsgeschenk geben und das wird es mit uns auch nicht geben. Und schon gar nicht wird es ein Rütteln an der schwarzen Null oder gar an der Schuldenbremse geben, die in der Verfassung auch festgeschrieben ist. Was nicht gehen wird die nächsten zwei Jahre, sind so Schwarze-Peter-Spiele oder rotes Linienhopping. Offenheit gibt es aber bei einzelnen Themen, Beispiel Mindestlohn. Der Arbeitnehmerflügel der CDU hat grundsätzlich Verständnis für einen höheren Mindestlohn. Verantwortlich sei dafür aber nicht die Große Koalition, sondern die eingesetzte Mindestlohnkommission. Und die habe schlecht gearbeitet. Das Gesetz sagt, der Mindestlohn soll so steigen, wie die Lohnerhöhungen sind. Man muss aber auch bedenken, dass die Leute davon leben können müssen, wenn sie Single sind. Und dass es auch für die Rente reichen muss. Und die Mindestlohnkommission hat nur stur Lohnerhöhungen umgesetzt und hat die anderen Dinge nicht gesehen. Vor neuen Wünschen beim Thema Klima muss die Große Koalition erstmal ihr schon beschlossenes Klimapaket hier durch den Vermittlungsausschuss bekommen. Sonst wird es zum Beispiel nichts mit günstigeren Bahntickets ab 1. Januar.